starke Auftritt, zumindest bislang, für Marc Jarosch, den jungen Linkshänder von Zivellen und Asbach in der Herren C-Klasse. Beim Alanin Cup. 21. Juni 2015. Im Doppel ist er bereits im Endspiel. An der Seite von Bastian Gill. Jetzt versucht er hier im Einzel das Gleiche zu erreichen. Halbfinale also in der C-Klasse, aber der Satz ist erstmal verloren. Nebenan Gaidur. An der Seite von Florian Hartschiff. Gegen Timo Neumann und Matthias Bauer. Und ein Blick zu den Damen. Was denn? Ich brauche deine Hilfe. Alles ab, er kann eh nichts. Die jungen Mädchen oder Damen von Kaufbeuren, die schon beim ersten Mitternachtsturnier der Spielfreiheit 2009 einen guten Eindruck hinterlassen haben. Gegen Neuen Gürtelsau. Und mal sehen, ob Marc Jarosch besser ins Spiel kommt. Wir versuchen, die Ballwechsel kurz zu gestalten. Je mehr der Ball hin und her geht, desto weniger kommt er mit der Rotation klar. Der Gegner mit Material auf den Kampf. Ja genau, man muss schon etwas aktiver gegengehen, wenn der Gegner diese doch nicht allzu zwingend vorhandene spielt. Problem bei Magia. Er spielt noch zu oft die falschen Bälle aggressiv. Er kann sich hier einigermaßen raussuchen. Denn sein Gegenüber macht nicht wirklich großen Druck. Und wenn er Druck macht, dann kann er eigentlich dagegen ziehen und sogar einen Vorteil für sich herausholen. Genau so muss es gehen. Gut aufpassen, wenn der Gegner angreift. Gleich ein bisschen dagegen ziehen, gefühlvoll dagegen ziehen. Ja, hat das eigentlich richtig gemacht und diesen hohen Ball wieder nicht geschossen, denn der hatte extrem viel Trall. Aber der hatte so viel Trall, dass sogar im nächsten Ball noch ein Teil davon zu spüren war. Und den konnte er dann gar nicht mehr lesen.